kann man denn vernünftig mit denen reden oder sind die zu sehr auf den Kopf gefallen? Nein, hier verstehen wir uns alle. Hier ist am Sokram-Platz verehren wir die alten Götter. Alles zusammen. Also Sie sprechen von Sokramor und wir von Sokram. Das ist schlau. Das ist super schlau. Ich kann auch die Sprache der Trolle. Vielleicht verstehen Sie das ja. Echt? Du bist ja strunzklug. Richtig strunzklug. Das sagt unser Stamm auch immer. Ja. Boah, du bist wirklich strunzklug. Ja, wirklich. Kennt ihr Zwergenwitze? Natürlich kennen wir Zwergenwitze. Erzähl mal eins. Was ist der Unterschied zwischen einem Eimer Scheiße und einem Zwerg? Der Scheiße-Eimer riecht besser? Nein, der Eimer. Ja, okay, aber ja, wir haben einen Trollzacker verloren. Naja, vielleicht haben die was gesehen. Ja, musst du mal fragen. Wie gesagt, wir verstehen uns hier. Wer ist denn die Anführerin von denen? Keine Ahnung, frag einfach irgendwen, der am stärksten aussieht. Naja, ich kann mich ja schlecht selber fragen, also muss ich dann mal gucken, ob ich von denen einen finde. Naja, guter Witz. Das war kein Witz, ich bin sehr stark. Ist Goggelmoggel eigentlich deine Schwester oder deine Freundin? Ich bin deine große Schwester. Ja, wir sind aus dem gleichen Sula-Haufen gekommen. Also ihr habt nichts miteinander, oder? Nee. Okay, nee. Wenn du möchtest, kannst du nachher mal rumkommen. Goggel, mach das mal. Ja, vielleicht. Knorko grinst auch so ein bisschen. Sieht aus wie ein Lächeln. Goggel, du alter Haudig. Sie zeigt ihre Zähne. Soll ich Ronga mitbringen? Ja, was? Warum sollte ich da mitkommen wollen? Ja, weil das ist witzig. Ich glaube, das kriegst du ganz gut alleine hin, oder brauchst du da meine Unterstützung? Nein, aber du bist ja jetzt ein Ehrensulak, da musst du auch wissen, was für Schweinereien wir treiben. Ich glaube, er hat zugestimmt. Wer nichts sagt, stimmt zu. Ja, vielleicht nachdem der Schnaps wieder gebraut ist, dann kann ich mich auf eine andere Sache konzentrieren. Ja, musst du ein bisschen kotzen und irgendwie runterschlucken. Wärst du doch lieber bei Priodur mitgekommen. Ich stelle mir das einfach nicht bildlich vor und tue so, als wüsste ich nicht, was sie meinen. Und dann passt das schon. Aber gut, dann sprechen wir mal mit den Trollzackern, was? Ja, das tun wir. Du hast ein Auge dafür. Wer von dem sieht am stärksten aus? Ja, der ist zumindest ziemlich vernarbt, aber er scheint gut zu heilen und scheint auch einen guten halben Kopf größer zu sein als alle anderen. Ich will mit dem da sprechen. Gut, dann machen wir das genauso. Ja, Goggelmoggel setzt sich in Bewegung auf den gezeigten Trollzacker und baut sich vor ihm auf. Hände in die Hüfte gestemmt und sowas. Grinst ihn freundlich, zahnfreundlich an. Grüß dich, Trollzacker-Menschling. Und dann wiederholt sie das Ganze nochmal auf Trollisch. Klingt furchtbar. Was willst du, Goblin? Wir haben gehört, einer von euren ist hier getötet worden. Wir wollen mehr darüber wissen. Weißt du was? Er zieht seine Augenbrauen zusammen. Ja. Tavaman hat's erwischt. Ja. Irgendwo im Norden von hier. Hat die Wache gesagt. Ich konnte meine Leute davon abhalten, dass sie alles auseinandernehmen. Ich habe gehört, dem wurden die Arme rausgerissen. Wurden die gegessen? Das weiß ich nicht. Ich hoffe nur, dass er gelitten hat. Das ist aber nicht sehr nett. Natürlich ist das nett. Wir sind nicht nett, aber wir hoffen, dass er viel Leid vor seinem Tod erfahren hat. Dass es nicht schnell ging. Das würde ich meinen Freunden natürlich auch wünschen. Also, ihr wisst nicht... Er war ein Freund. Zwar nicht der Beste, aber ein ziemlich guter. Ihr wisst nicht, wie das irgendwie zustande gekommen ist. Ob er irgendwelche Feinde hier in der Stadt hatte, von den, was weiß ich, von den Südländern oder so.
Meines Wissens nicht. Die Tiefgeborenen sind allesamt ziemlich schwach. Ich glaube nicht, dass jemand ihn umbringen könnte. Vielleicht hat ihn der riesige Golem da draußen getötet. Ihm die Arme rausgerissen und ihn dann in die Stadt geworfen. Das wäre logisch. Habt ihr ihn gegessen? Nein, wir haben ihn nicht gegessen. Ich glaube, er wurde verbrannt. Und als er getötet wurde, was für eine Tageszeit war da? Keine Ahnung. Ich habe ihn nachts noch gesehen und morgens war er tot. Ich schließe daraus, dass er nachts getötet wurde. Stimmt ihr mir zu? Er kratzt sich im Kopf. Kann sein. Dich habe ich nicht gefragt, aber schon in Ordnung. Und deswegen bin ich die Anführerin. Aber genau. Nicht meine Anführerin. Ich bin der Anführer. Ja. Ich bin der König von Galles. So. Wo hast du eine Krone? Kann ich die mal sehen? Krone? Wir brauchen keine Krone. Ich bin der Stärkste hier, also bin ich der König von Galles. Aha. Wir haben eine große Spinne getötet und gegessen. Das klingt nach etwas, was Goblins tun würden. Gut, dass ihr auf der anderen Seite der Sichel wohnt. Ja, sonst hättet ihr bestimmt verloren. Ich hab noch eine Frage. Du musst mir jetzt zuhören, ich habe eine Frage. Und zwar, ja, ich kann als euer Bruder oder Gefährte unterwegs war, war er da alleine unterwegs oder mit anderen? Ich glaube, er war alleine. Wie gesagt, ich habe ihn nicht weiter gesehen. Wir haben was getrunken. Vermutlich war er zu betrunken und hat sich mit dem Golem angelegt. Er war betrunken. Vielleicht ist er gestolpert und hat dabei seine Arme verloren. Nein, das passiert uns nicht. Wir stolpern oft mal. Vor allem im Tiefland. Wie gesagt, frag doch mal den Golem. Vielleicht gibt das hier zu. Und danach bringen wir ihn um. Den Golem fragen? Ich habe noch nie mit so einem Golem gesprochen. Habt ihr den schon angeleckt? Nein. Ich glaube, die anderen Goblins haben ihn aber angeleckt. Oh, verdammt. Musst du mal da drüben mit denen sprechen. Ich glaube, das ist Brogo oder so. Und die andere ist Knorko. Ja, mit denen haben wir schon gesprochen. Die haben mich zum Spaß haben eingeladen. Ich glaube, die haben alle dran geleckt. Müsste bestimmt nach Urin geschmeckt haben. Also habt ihr gegen gepisst? Ja, bestimmt. Also ich auch, aber die anderen bestimmt auch. Sind zwar ein paar Wächterinnen dabei, aber die meisten würfeln immer nur. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Er weiß offensichtlich nichts, was uns helfen könnte. Alles, was mich interessiert, ist, ob er gelitten hat. Du willst also nicht, dass nicht noch mehr deiner Männer hier von was auch immer das war, getötet werden. Dass du noch mehr Männer verlierst. Nein, natürlich will ich das nicht. Ja, was auch immer war, wenn es nicht der Golem draußen war, dann läuft es hier immer noch in der Stadt rum. Und wenn er oder es nicht aufgehalten wird, dann wird es auf jeden Fall noch mehr Opfer geben. Es gibt noch mehr als genug Körperteile, die er sich noch nicht angeeignet hat. Ja, dann würde ich mal deinen Schwanz bei dir behalten, Junge. Ja. Lass uns gehen, Groggel. Groggelmoggel, hier stinkt's. Derweil bei Keksen und kandierten Apfelstückchen. Wie es riecht. Die Kekse sind frisch gebacken. Mittlerweile gibt es auch getrocknete Kirschen. Ja, und deswegen ist Aldoran von Wutzenwald ein Nekromant und überreitet Borat Geweihte. Ja, die sitzen hier in diesen Ländern sind wirklich verroht und verdorben. Ist es Zeit, dass hier aufgeräumt wird. Und wusstet ihr, wie unkreativ diese Nekromanten sind? Also, er hat sich Necrorius genannt. Wie kann man sich denn so nennen? Nein, nicht so etwas wie Taguni Thorsten oder so, aber Necrorius ist doch schon... Ich sollte diesen Namen nicht nennen. Da habt ihr recht. Das sagt die Kirche auch immer. Ihr seid ja ein Mann von der Kirche. Wollt ihr noch ein Apfelstückchen? Gerne. Nun, ihr habt also nichts gesehen und nichts gehört. Und ihr... Ach, ihr tut jetzt so, als ob dieser Zwerg so interessant ist.
Nun ja, es ist ein Mitglied eurer Gemeinschaft. Nein, nein, ich kannte ihn nicht. Er war nicht von hier, sonst wäre er nicht so rüde gewesen. Jedes Wesen Zars ist sein Leben wert und muss beschützt werden. Und wenn er in euren Mauern war, steht er ja unter dem Recht Kravias. Ja, ja, aber da solltet ihr sonst einfach mal bei Sieglinde fragen. Die wohnt etwas entfernt von hier. Die hatte wohl einen toten Nabadet für ihre Haustür. Da solltet ihr wohl eher mal fragen. Sieglinde. Wenn ihr auch nichts, ja, ja, wenn ihr nichts weiter dazu zu tragen habt, dann nun, nehmt euch noch einen Keks mit und dann geht. Ja, nun gut. Ich wollte euch immer noch über diesen Zwergen unterhalten. Denkt dran, ihr solltet vielleicht einmal den Tempel aufsuchen und sei es nur der Travia-Tempel. Ja, natürlich, mit Seife aufspül den Mund. Genau, genau. Und ihr kauft eine Beinflöte und wenn ihr einen Tempel bauen wollt, dann schaut bei meinen Neffen vorbei. Sie sind gute Handwerker. Nun, wenn er so mutig wäre, wie er handwerken könnte, kann. Nun ja, lassen wir das. Lass uns gehen. Ja, wieder quietscht die Treppe unter euch und dann werdet ihr nach draußen begleitet. Steht dann wieder in der leeren Gasse, vor der 2 Wochen irgendjemand umgebracht wurde. Ja, Das war sonderbar. Mir hat's sonderbar. Die Menschen sind manchmal etwas eigen. Aber wir sollten mit dieser Sieglinde reden. Übrigens, Zaron, wollt ihr noch eine getrocknete Kirsche, sonst packst du sie wieder weg? Oh, natürlich gern. Und ihr, Priodur? Nein, danke. Sick. Ich bin noch etwas durcheinander. Wie kann man sich nicht rühren, wenn ein Mord vor der Haustür geschieht? Ihr müsst verstehen, nicht jeder ist darauf geschult, das Böse zu verfolgen und sich ihm entgegenzustellen. Das einfache Volk hat Angst. Nun, wenn ein guter Freund von mir aus dem schönen Tralop dann sagte, Dummheit, Faulheit oder eine Kombination aus beiden. Ja, und wenn jeder sich auf diese Position zurückziehen würde, wo würden wir dann hinkommen? Es ist die Gemeinschaft, die zielt. Genau. Glücklicherweise haben uns die Götter aus diesem Grund die Gemeinschaft gegeben. Und wir haben glücklicherweise diejenigen, die der Rondra oder dem dunklen Chor folgen. Auch wenn ich nicht immer mit ihnen auf einer Linie bleibe, schaffen sie es doch, uns zu beschützen. Nun ja. Lass uns diese Sieglinde aussuchen. Wahrscheinlich werden wir es auch von ihr nun ja nichts weiter erfahren, aber schauen wir einmal. Wer weiß, vielleicht braucht sie auch unsere Hilfe, wenn er direkt vor ihrer Haustür lag. Das hat sie bestimmt nicht gut mitgenommen. Wer weiß. Ich habe nur noch ein halbes Beutelchen mit Apfelstücken. Also nochmal so einen langen Applaus sollten wir vielleicht. Ah, Groggelmoggel, das hättet ihr wieder. Hat immer noch nicht unseren Namen richtig gelernt. Das ist eine Schande. Ja. Verzeiht, habe ich euch falsch angesprochen? Das Goggel, ist Groggelmoggel, ich bin Groggel und nicht Groggelmoggel. Eure Namen. Warum habt ihr euch keine 12 Götter für den Namen geben lassen? Hier bitte sehr. Ich hole aus meiner Tasche einen Zettel hervor und bin den. Das da, Groggelmoggel. Ich brauche den nicht mehr. So was ist klug. Wir könnten sie Alrik und Alrike nennen. Aber das sind auch nicht ihre Namen. Eben. Sowas habt ihr denn rausgefunden? Nun, nicht viel. Eine gewisse Sieglinde soll einen ebenfalls vor ihrer Haustür einen Mord stattgefunden haben. Die letzte Tathergang war nicht sehr erfolgreich, nicht sehr ergiebig in der Eruierung. Wir haben nichts herausgefunden. Also doch. Also, er wurde schon in der Gasse getötet, und das nachts. Aber sie hatten leider zu viel Angst, um irgendwie auch nur die Fensterladen zu öffnen und zu gucken, wer es war. Ich bin nicht sicher, ob Angst hier der bestimmende Faktor war, mein Lieber. Also der Zweitstärkste in dieser Stadt hat mir gesagt, dass der Trollzacker bestimmt von dem Golem verprügelt wurde und dann in die Stadt geworfen, nachdem man ihm die Arme ausgerissen hat. Und er war betrunken, als er getötet wurde. Das halte ich für ausgeschlossen. Das hätte man ja die
Arme gefunden. Der Zwerg soll ebenfalls betrunken gewesen sein. Ob es dort wohl einen Zusammenhang gibt? Ja, wenigstens sind sie betrunken gestorben. Das ist doch schon mal etwas. Wie viele Schenken gibt es denn hier? Vielleicht haben sie ja sogar in derselben etwas getrunken. Das ist gut kombiniert. Ich meine, wir haben hier von einem Hotel gehört und einer Schenke, wo sich die Söldner ja aufhalten. Ich gehe davon aus, sie werden sich nicht im Hotel eingefunden haben. Gillion, wie viele Tavernen gibt es hier? Fünf Tavernen, das sind eher weniger, aber ich glaube zwei. Es könnte auch drei gewesen sein. Nun, dann ist ja die Auswahl nicht allzu groß. Wir sollten uns vielleicht erkundigen, ob sie zuletzt gemeinsam gesehen wurden oder einzeln in diesen Tavernen. Vielleicht gibt es eine weitere Spur. Ja, als wir durchs Tor gekommen sind, ich glaube, zu unserer Linken war direkt eine Taverne. Ich habe zumindest da so ein Schild gesehen. Nun, es ist verständlich, dass ihr das gesehen habt. Lässt euer Zittern immer noch schwer zu wünschen übrig? Was? Welches Zittern? Nun ja, streckt einmal die Hände aus. Ich strecke meine Hände aus und die zittern nicht. Nicht mehr. Interessant. Nun gut, ich kann die Hände wieder runternehmen. Seid ihr dem Alkohol schon so sehr verfallen? Es tut mir leid. Habt ihr euch mal überlegt, an die Bohrenkirche zu wenden? Ich bin doch nicht dem Alkohol verfallen. Ja, genau, er ist dem Bauer Rogels besten Beereschnappes verfallen, aber dem kann man auch nur verfallen. Außerdem ist er gesund. Der ist aus der Natur und alles. Also wenn, dann ist der Alkohol mir verfallen, aber ich habe kein Problem damit. Sehe ich etwa aus wie diese Suffköpfe, die durch die Straßen laufen und nichts anderes tun können, als bis zum nächsten Krug Bier oder bis zum nächsten Schluck Rum zu warten. Ihr scheint euch immerhin noch im Griff zu haben. Gut, sollte es irgendwann nicht so weit, nicht mehr so sein. Schämt euch nicht einfach zu fragen, ich würde euch gerne helfen. Und man schenkt dir ein ehrliches Lächeln. Also ich weiß ja nicht, woher du kommst, aber wo ich herkomme, wirft man jemanden nicht gleich, nachdem man ihn kennengelernt hat, vor, er hätte irgendein Problem. Nein, ihr habt kein Problem, natürlich nicht. Kümmert euch vielleicht doch um eure eigenen Angelegenheiten. Ronga, beruhigt euch. Keiner wirft euch etwas vor. Traut ihr euch jetzt? Wenn ja, dann wette ich auf Ronga. Das Ganze war natürlich nicht angreifend gemeint. Es tut mir leid, sollte ich euch beleidigt haben, werter Herr. Und man wird dir mal so die Schulter tätscheln. Und Ronga? Ja? Genau genommen hast du ein Problem. Du bist kein Sulak. Das ist aber auch nur in euren Augen ein Problem. Und ich dachte, ich bin hier ein Ehren-Sulak. Ja, das bist du, aber du bist halt kein fälliger Sulak. Das mit dem Fell ließ sich theoretisch einrichten. Ich kenne eine recht kompetente Zauberin. Nein. Das ist eine hervorragende Idee. Stell dir mal vor, was für ein flauschiges Fell du hättest. Nein. Ich lass mich nicht nochmal verzaubern. Das letzte Mal hatte mich mein schönes Kettenhemd gekostet. Und dann können wir uns gegenseitig lausen. Das ist ein Spaß. Oh, Läuse sind lecker. Die knacken so schön. Ihr seid so still geworden. Ein scheußlichen Blick von mir. Wieder einmal, wie wir auf eurer Reise schon so oft, müsst ihr ein Kotzen unterdrücken. Sollen wir jetzt diese Sieglinde suchen? Ja, besser das, als darüber nachzudenken. Ach, lassen wir das. Wir könnten das gemeinsam machen oder uns wieder aufteilen. Zu den Schenken und der Dame, die das Opfer gefunden hat. Ich glaube, bei der Größe dieser Stadt wäre es sinnvoller, sich aufzuteilen. Nun gut. Also Gillion, du hast sie auf alle Fälle schon in Richtung wieder Osten geführt und wärst jetzt kurz vor dem zweiten Mordplatz. Da müsste dann ja auch nach der Beschreibung zumindest diese Glinde wohnen. Und dann müsstet ihr einfach nur in die nächste Gasse abbiegen, die direkt neben euch ist. Oh, das ist halt hier. Da drüben müssen wir lang. Ja, neben euch ragt die Magistratur nach oben, das Magistratsgebäude.
zumindest Gillion hat schon in Erfahrung gebracht, dass hier ehemals, als die schwarzen Horden noch hier in Galles saßen, nur kurzzeitig ein Borbera-Tempel hier war. Der wurde aber mittlerweile wieder dem eigentlichen Zweck zugeführt. Das heißt, der Borbera-Schrein wurde abgebaut, der Glasgötze. Und man hat ihn sicher verwahrt, höchstwahrscheinlich im Keller. Mittlerweile nimmt man hier einfach nur noch die Einnahmen der verschiedenen Händler ein, vor allem eben im südlichen Viertel, das Schwefelviertel, wo das eigentliche Geld eingetrieben wird. Auch die ganzen Söldner, die jetzt mittlerweile hier sowohl in der Kaserne sitzen, als dann eben auch am Söldnermarkt. Also die Stadt Galles selbst ist wohl relativ reich, und hat von zahlreichen Leuten eben ihr ganzes Geld bekommen. Und das wird dann in der Magistratur verarbeitet und bürokratisiert. Ich würde mal klopfen wahrscheinlich an die Tür. Ja, du kannst die Tür auch einfach aufmachen. Es ist eine doppelflügige Tür. Und du kannst da wohl andere Bürger erkennen, die in Schlangen stehen, vor ja, Fenstern mit einem kleinen Spalt. Und kannst du da dein Anliegen anbringen. Es gibt eine Schlange mit Beschwerden und Anträgen. Ich würde jetzt mal Preis zum Gruße hineinrufen und mich einfach vordringen. Jeder, was soll das? Das ist aber nicht rechtmäßig. Ja, du drängelst dich mit einer Gruppe vor die anderen Leute und stehst dann in der Schlange vor einer Dame mit Dutt und einem Zwicker, den sie erstmal sich auf die Nase schiebt und dich skeptisch betrachtet. Ihr seid hier die Magistratin? Nein, ich bin nicht die Magistratin. Ich bin nur die Verwalterin hier. Und ihr möchtet? Nun, wir möchten Auskunft über den Mord, der draus geschah. Sie dreht das kleine Schildchen, was vor ihr hängt, von geöffnet auf geschlossen. Du kannst ein lautes Fluchen hinter dir hören, mehrfach. Und die Leute, die hinter dir in der Schlange standen, verschwinden. Allerdings mit zahlreichen Schmähungen, die an das Preisgeweihte nicht würdig sind. Ich würde die einfach nur hindrücken, tue ich ja nicht. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Okay, Sekunde. Wow. Ja. Eine kleine Wutader, die auf deiner Stirn steht. Und dann merkst du wohl, wie jemand nach dir einen Zettel zerknüllt und den dir von hinten an den Kopf wirft. Was sind das für Sitten hier? Magistratin, was geschieht hier in dieser Stadt? Nun, ein rüder Haufen, möchte ich sagen. Viele rauflustige Söldner, die hier sind. Guter Mann, das heißt nicht Idiot, das heißt Grottenolm. Nun, wie auch immer, ein ungebührliches Verhalten gebaren. Nun. Nun, und ihr ermittelt jetzt in diesem Mordfall? Oder warum geht ihr dann nicht... Nun, zu den Stellen, wo es sich geziemt, zur kaiserlichen Garnison. Nun, der Mord geschah doch hier, nicht wahr? Ja, ich habe ihn gehört. Und? Was ihr und? Ihr sagtet gehört. Ja. Erzählt, oder muss ich euch erst die Zunge lockern? Wie redet ihr mit mir? Ich bin die Verwaltung, eine Verwalterin der Magistratur. Ganz ruhig, euer Gnaden. Es gibt doch keinen Grund, die Dame zu beunruhigen. Wir wollen wirklich nur helfen und wenn ihr uns dabei helfen könntet, dann würde sich das bestimmt für euch auch lohnen. Das ganze Volk würde euch lieben, wenn sie wüssten, dass sie diese Aufklärung nur euch zu verdanken hätten. Denkt nur darüber nach. Nun, ich habe den Mord gehört, ja. Und ihr habt nichts getan? Nun, was soll ich denn tun? Nachschauen. Ich bin eine alte Dame. Ich habe dann die Stadtwachen verständigt. Das ist das, was ich getan habe, nachdem sich alles gelichtet hat. Ich konnte Olgadja nur noch tot finden. Und was ich gesehen habe, war fürchterlich, entsetzlich. Da hat sich wohl irgendjemand noch einen Spaß daran gemacht und hat ihr einen Puppenkopf angesteckt. Wisst ihr eigentlich, was das für ein Bild ist? Es muss schlimm für euch gewesen sein und sie kriegt einen Arm umgelegt. Nein, nicht in der Magistratur. Bitte nicht, Ihre Gnaden. Natürlich. Dann tritt man wieder zurück. Man holt dafür den Beutel mit den getrockneten Kirschen raus. Möchtet ihr? Ja, sehr gerne, danke. Habt ihr Pflaumen? Leider nur Äpfel. Nun, sie nickt. Ja, Olgadja. Sie war eine Händlerin von den Alaniern. Und hatte wohl
eine Freundin besucht. Und dann war sie tot. Ich habe sie nur flüchtig kennengelernt. Sie hatte, wie gesagt, mehrere Anträge und die habe ich gestempelt. Und nun, ihr die Erlaubnis erteilt zum Handeln. Aus welchem Grund war sie in der Stadt? Nur zum Handel treiben oder hatte sie ein bestimmtes Ziel? Nein, nein, sie war Händlerin. Sie hatte die richtigen Dokumente dabei und ich habe sie erlaubt. Sie wollte einige Dinge verkaufen und andere Handelswaren erstehen, vor allem im Schwefelviertel.